Worry, Mari, Senior. Ja, dann macht er. Das kann doch nicht wahr sein, Alter. Das ist, muss doch irgendwie. Muss ich jetzt hier cheaten oder was, damit ich die beiden Typen da nur loswerde? Ja, jetzt bringt er den auch um. Nee, nee, doch nicht. Okay. Da weiß ich manchmal echt nicht, was ich tun soll. Wenn ich solche... Weil da kann man jetzt leider auch großartig sonst nichts anderes machen. Ja, greift an, genau. Zack, ein Schlag und der ist eh weg. Kann er den nicht angreifen, solange der am Essen ist? Ja, das ist ja lustig. Also so gewisse Manieren hat der Jet-Chan auf jeden Fall schon. Weil der greift niemanden ein, der gerade halt am Essen ist. Das ist sehr nett von ihm. Sucht Fluchtweg. Das ist gut. Lol. Und jetzt wartet der da echt auch wieder, bis der andere gerade fertig ist. Wie lustig ist denn das bitte? Das scheint ein Bug zu sein, oder? Kann das sein, dass der gerade... macht nichts Nützliches. Okay, 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 ich sehe schon. Also irgendwie scheint das schon einen Effekt auf den zu haben. Greift an, ist er jetzt schon wieder. Der Moko sollte trotzdem da so ein bisschen... Ja, ja, komm mal bitte weg, sonst bist du nämlich sofort tot. Und ich kann dich nämlich eigentlich noch gebrauchen, Kollege. Schön, dass die sich jetzt alle um ihn herum sammeln. Die Mamba dürfte gerade auf dem Weg ganz hier raus weg sein. Sieht zumindest danach aus. Unsere Truppenstärke ist jämmerlich, lächerlich schwach. Ich meine, jetzt einfach mal rein interessenhalber so, aber Spiel... Nee. Hätte ja sein können, dass man nachträglich mal umstellen kann, um den Schwierigkeitsgrad auf einfach zu stellen, weil ich denke fast, es war ein bisschen überheblich, das Ganze so zu beginnen. Eindringling wurde mit Eliminieren-Tag markiert. Fangen-Tag angeordnet. Weil irgendwie ist das schon stark schwer, ne? Greift an. Er greift schon wieder irgendwas an. Er greift ständig irgendwas an. Jetzt ist hier der PR-Manager. Ich hoffe, er kümmert sich. Ja, er kümmert. Der PR-Manager kümmert sich jetzt nochmal um ihn. Ja. Der Playboy, der ist auch unfähig im Verschwören. Ja, aber wer kann denn sowas dann? Es muss doch irgendjemanden geben, der hier im Verschwören, also im Aufdecken von Sachen... ...irgendwie gut ist. Also da ist ja... Es muss doch da irgendwie, weiß ich nicht, es muss da eine Möglichkeit geben, da Leute auf die Karte zu schicken, damit die dann herausfinden, was nötig ist, um bestimmte Dinge zu tun. So, macht nichts Nützliches. Seine Aufmerksamkeit ist jetzt mittlerweile schon richtig schön down und für den Arsch. Achtung, Eindringling. Sicherheitsvorkehrungen
Benötigt Hilfe und sein Kopf ist auch leer. Gut, dann könnt ihr den ja jetzt bitte nach draußen führen. Nach draußen führen. Nach... dann nicht. Warum auch? Warnung, feindliche Person in Basis entdeckt. Ja. Ja, gut, dann... Der möchte nicht gefangen werden, dann wird er halt umgebracht. So, was haben wir noch? Hier oben steht einer und hier ist irgendwas an der Tür, da. Eindringling wurde mit Fangentag markiert. Jetzt haben wir hier den Jet Chan wieder, der jetzt sofort direkt wieder... Schön. Ach, jetzt wird er nach draußen begleitet. Wo der... Ja, da. Schön. Ich hoffe, der hat dann schnellstmöglich auch seine Zeit hier rum. Dann wären wir beide Superagenten los und könnten wieder langsamst anfangen, uns aufzubauen. Also ich hätte jetzt gerne auch langsam mal die letzten Aufträge, die wir hier haben, geklärt. 8 Arbeiter. Ne. Können wir da für 500, ist dann alle 40 Sekunden, 1000 alle 20... 40 Sekunden müssen wir so dann das erstmal einstellen. Kommen wir wenigstens ein bisschen schneller an Leute ran. Fangentag angeordnet. So. Ja, unsere Mannen, die haben jetzt alle schon ein bisschen gelitten hier, ne? Komm, mach weiter. Haben wir eigentlich noch irgendeinen von denen, der... Der Jubei, der müsste noch genug Leben haben, oder? Ja, der hat noch alle 3 Leben. Und dann haben wir ja noch den Ivan, der auf der Karte ist. Der da auch ganz gerne bleiben darf. So fürs Erste oder Nächste oder überhaupt generell. Dann haben wir die jetzt hier... Da ist unser Hotel, welches, wo die uns auch die komplette Eingangslobby zerstört haben. Toll, wunderschön. Freue ich mich auch riesig, sehe ich jetzt auch erst. Dann müssen wir jetzt eine Bar zerstören, damit wir da ein bisschen Geld wieder rauskriegen, geht nicht anders. Ja, zum Hauptquartier zurück, super. Ciao. Haben wir da vielleicht irgendwas? Nein, leider nicht. So, dann wird der verhört und der wird verhört. Ja. Sechs Arbeiter. 8 Arbeiter. Einmal Ivan weg. Und einmal Ivan hin. Und den auch hier hin. Ja, da müssen wir... Ja, weiß ich nicht. Ich würde zumindest jetzt gerne da diese eine Aufgabe machen, die... halt hier ist, das ist momentan halt blöd, weil wir wieder alles aufbauen müssen. Irgendwie, warum beginnen die Aufnahmen immer damit, dass wir alles wieder aufbauen müssen? Das ist doch... So war das doch nicht abgemacht. 7 Kammerdiener, ich habe einen und PR-Manager haben wir auch zu wenig. Also... Pff, es gibt auch nicht mal... Ich wüsste nicht mal, wie ich cheaten sollte, wenn ich könnte. Also, wenn ich wollte, sollte, könnte, würde. Also, zumindest Geld hätte ich gerne mehr. Gerade. Verhör des Gefangenen in Auftrag gegeben. Warte auf Auswahl des Verhörgeräts. Ja.
halbe Stunde rum, Aufnahme, und dementsprechend wenig geschafft bisher. Ich weiß auch noch nicht genau, was wir dann jetzt da großartig noch... Ah, ich weiß es nicht. Ich weiß es gerade echt nicht. Falls irgendjemand einen Tipp hat, was man in so einer beschissenen Situation machen sollte, gerne höre ich auf Ratschläge. Weil gerade ist einfach wirklich für den Arsch. Da wir halt in den letzten Minuten der letzten Aufnahme im Endeffekt ja... Ja, habe ich, danke. Da wir da ja auch mit Hilfe von unserem praktischen Super-Ivan so weitestgehend alles verloren haben, also mannentechnisch, tja. Mit den Söldnern können wir gerade nichts anfangen, außer die einfach mal auf die Karte zu schicken. Und ich muss die klauen lassen gehen. Das geht halt gar nicht anders. Ich muss da Söldner einschicken und die stehlen lassen. Ansonsten, ja, bekommen wir halt gar nichts mehr. Jetzt hätten wir gerade fast 8 gehabt. Sind halt jetzt schon welche wieder in Ausbildung. Ja. Ich kann nochmal probieren, das für 1000er auf 1000 hochzustellen, damit wir wenigstens alle 20 Sekunden Leute haben. Geht da sowieso nicht lange, also es geht ja nur eine Minute lang gerade eigentlich. Dann haben wir 3-4 neue Leute aber. Ja, und können dann damit... Ich weiß es auch nicht, ganz im Ernst. Also... So, jetzt schicke ich alle 8 dahin, die sollen das dann einfach regeln. Die sollen hier diese Mammutaufgabe eben machen. Wir haben ja 2 Beschützer dabei, so verstecken. Und dann wird das schon gehen. Oh, ein Agent und Fangentech angeordnet. Ist hier irgendwo einer? Ja, da ist einer ausgebrochen. So, dann schicken wir den Jubei dahin. So. Der kann sich jetzt um die mal eben kümmern. Das ist irgendwie auch der einzige, wo hier wirklich den Dienst oder den Job tut, den er machen soll. Die haben leider keine Geheimnisse oder sowas bei, wo man nochmal Profit draus schlagen könnte. Ich bin jetzt schon so ein bisschen ratlos, was man machen kann, um aus der Misere schnellstmöglich rauszukommen. Ja, hier ist halt jetzt auch dann gleichzeitig wieder Wut, ne? Ist halt... Ich schicke noch einen Diplomaten hin. Der soll das Ganze vielleicht... Vielleicht kann der das ja wirklich ein bisschen beschwichtigen oder so. Ich bin gespannt, ich weiß es halt nicht. Aber hat ja auch nie einer gesagt, dass das Ganze einfach wäre. Verhör des Gefangenen erbeten. Wählen Sie ein Verhörgerät aus, um fortzufahren.
Gefangenenexekution wurde in Auftrag gegeben. Jop. Ciao. So, habe ich die Arbeiter jetzt da? Nee, noch nicht. Die kommen gleich erst noch. Sind denn wenigstens alle 8 Arbeiter dann jetzt hier? Ja, schön. Gut, dann machen wir das hier direkt auch. Nachdem ich die fertig habe, diese Mission, die ja nur 30 Sekunden geht, das ist schön. Holen wir die natürlich direkt zurück, bis auf den Ivan. Der Ivan kommt noch woanders hin. Und dann haben wir auch dadurch ja im Endeffekt mehr oder weniger dann Leute jetzt gesaved. Und können, haben dann direkt wieder mehr Arbeiter in der Basis. Also von daher ist das vielleicht sogar jetzt ein ganz kluger Schachzug gewesen. So, den da auch weg. Der Ivan kann aber ruhig da bleiben. Da war auch nichts mehr, da war auch nichts mehr. Ah, es ruckelt gerade ein bisschen viel. Ach du Scheiße. Dirk Masters, Alarm ist ein Superagent. Och nee, nicht noch einer von denen. Jetzt habe ich 4 Stück von denen mittlerweile hier auf der Weltkarte. Wir sind noch nicht mal auf der zweiten Insel. Königlicher Krawall. Kammerdiener 7. Ja, ja, genau. Hätte ich gerne. Wir haben 2. PR-Manager 3. Die hätten wir. Zehn Techniker. Ob wir an die noch rankommen, weiß ich nicht. Es wäre schon schön, ja. So, schafft dieser eine Typ jetzt die Wut da so ein bisschen zu senken?